Freunde, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung Data von Taha. Schön, dass ihr wieder da seid, freut mich sehr. Ihr Lieben, Data von Taha ist wieder am Start für euch aus einem neuen Studio. Diesmal haben wir das Ganze etwas rustikaler gehalten. So ein bisschen, das soll mehr so ein bisschen Männlichkeit verleihen, so ein bisschen Gentleman-like, wenn ihr wisst, was ich meine. Und ich kann euch nur eins sagen, die Fetzen sind geflogen zwischen meiner Frau und mir, wegen dieser einen einzigen blöden Tasse. Meine Frau ist nämlich der Meinung, dass die Tasse hier nicht zu der Aufmachung passt. Grundsätzlich hat sie recht. Allerdings, das war die allererste Tasse, die ich zu meiner allerersten Sendung bedrucken lassen habe. Und das wollte ich mir nicht einfach wegnehmen lassen. Das ist meine Lieblingstasse halt. Ihr Lieben, als allererstes möchte ich mich bei allen entschuldigen dafür, dass ich über mehrere Monate keine Videos hochgeladen habe, geschweige auf irgendwelche E-Mails geantwortet habe. Und ich bin offen und ehrlich zu euch, ich hatte einfach keinen freien Kopf gehabt. Unsere geliebte Mutter ist leider verstorben. Meine Schwester, mein Bruder und meine Wenigkeit haben sie 24 Stunden lang betreut eigentlich, bis zu ihrem letzten Tag, wo sie in Ruhe eingeschlafen ist. Also wir haben eigentlich eine aktive Sterbebegleitung gemacht und da wollte ich einfach immer an ihrer Seite da sein und hatte einfach keinen freien Kopf dafür gehabt, irgendwelche Videos zu drehen oder auf irgendwelche E-Mails zu antworten. Deshalb bitte ich vielmals um Entschuldigung, und ich stand vor einer ganz, ganz schweren Entscheidung. Und zwar in der Corona-Zeit sind wir nicht an Haarsysteme rangekommen. Dementsprechend konnten wir auch keinen Service anbieten. Und da stand ich vor der schweren Entscheidung. Fahre ich Data von Taha gegen die Wand, um eine Insolvenz aus dem Weg zu gehen? Oder setze ich das so weiter vor? Nehme das praktisch in Kauf, dass wir dann doch vielleicht irgendwie in die Insolvenz gehen müssen. Und ich habe mich dafür entschieden, Data von Taha gegen die Wand zu hauen und gesund wieder hochzufahren. Wie es so schön heißt, es kommt der Tag, an dem die Sonne erscheint, der Winter wird vorbei sein. Und der ist jetzt auch vorbei, weil wir sind jetzt wieder zurück mit einem neuen Konzept für euch. Also nochmals entschuldige ich mich ganz herzlich dafür, dass ich die letzten Monate keine E-Mails beantwortet habe oder keine Videos hochgeladen habe. Ich denke, dafür werdet ihr wohl Verständnis haben. Auf jeden Fall kommen wir wieder zurück zu dem Thema, zu unserem neuen Konzept. Wir sind wieder zurück mit einem absolut neues Konzept. Wir setzen jetzt auf Digitalisierung. Wir haben uns sehr stark Gedanken darüber gemacht, was können wir tun, dass ihr nicht mehr hierher kommen müsst. Die Spritpreise sind gestiegen, Corona-Phase ist immer noch nicht durch. Was können wir tun, um das Ganze irgendwie euch zu vereinfachen und wir unserem Business weiter fortsetzen können, und sind auf Digitalisierung gekommen. Das heißt, wir werden euch jetzt anbieten. Ihr habt die Möglichkeit, mit uns online ein Beratungsgespräch zu führen. Das wäre das allererste. Und das zweite ist, wir bieten euch noch sozusagen Postweg an. Falls ihr ein Haarsystem habt und einen Abdruck zur Verfügung habt, könnt ihr das in einem Paket reinstecken, es uns zukommen lassen. Per E-Mail sendet ihr uns einmal eure Wunschfrisur und das Ganze machen wir euch fertig und schicken es euch zurück. Das haben wir schon bereits bei 20 Kunden ausgetestet und ich muss eins sagen, es hat hervorragend geklappt. Warum sollten wir davon gar keinen Gebrauch machen? Das wäre das Erste. Das Zweite ist, was wir euch anbieten werden in Zukunft. Wir arbeiten noch an diesem Konzept. Ihr müsst gar nicht mehr hierher kommen. Wir werden die Beratungsgespräche online machen. Wir werden euch eine Anleitung geben, wie ihr einen Kopfabdruck fertig macht. Ihr lässt es uns zukommen, schickt uns eine Strähne von euren echten Haaren zu. Wir analysieren die Haarfarbe und bestellen das Haarsystem für euch, machen es euch fertig und senden es euch zu. Falls ihr eine Schulung bucht, machen wir das selbstverständlich auch online mit euch gemeinsam. Also daran arbeiten wir jetzt gerade aktiv. Abgesehen davon bekommt Data von Taha ein neues Label. Das wird bald heißen Taha Hair & Cosmetic. Wir erweitern unser Sortiment. Noch bieten wir euch an Shampoos, Haarspray, Haargel, Reinigungsprodukte für eure Haarsysteme. Könnt ihr alles übrigens erwerben auf unserem Online-Shop unter www.datafontaha.de. Darüber würden wir uns wahnsinnig freuen, weil das ist eine große Unterstützung für uns. Es wird noch eine Duschpflege kommen für Damen und Herren. Es wird eine Bartserie kommen für die Herren. Handcreme, Handseife. Wir arbeiten gerade aktuell
auf Hochtouren mit unserem Hersteller gemeinsam und entwickle gerade eine angenehme Formel. Die erste Formel ist auch schon durch. Das Ganze geht jetzt bald in die Produktion. Und das Ganze könnt ihr dann auf unserer Internetseite erwerben. Und darüber würden wir uns natürlich auch wahnsinnig freuen. Data von Taha bleibt trotzdem noch selbstverständlich weiterhin für euch verfügbar. Und wir haben endlich einen zuverlässigen Hersteller gefunden, der auch zuverlässig die Haarsysteme liefert, der auch eine zuverlässige Qualität auch anbietet. Welcher Hersteller das ganz genau ist, das präsentiere ich euch so in den nächsten Videos. Ab wann könnt ihr bei uns Termine buchen? Die Termine könnt ihr gerne ab Dezember bei uns buchen. Unsere Internetseite werde ich bald freigeben, so circa ab Dezember, wenn alles eingepflegt ist, für alle unsere Serviceaktivitäten, für die Dienstleistung, die wir euch anbieten. Solange würde ich mich natürlich weiterhin freuen, wenn ihr von unserem Online-Shop Gebrauch machen würdet. Und wir werden ein mobiles System anbieten. Das heißt, falls ein Kunde nicht die Möglichkeit hat, vorbeizukommen oder es irgendwelche Schwierigkeiten gibt, werden wir natürlich bereit, auch zu euch zu kommen und euch das mobile System anbieten. Das werden wir auch bald in unserem Sortiment für euch zur Verfügung haben. Das kommt alles noch Stück für Stück. Also hofft jetzt nicht, sobald ihr auf unsere Internetseite geht, dass das schon alles dort steht, sondern das Ganze muss nochmal vernünftig ausgearbeitet werden. Und dann steht es selbstverständlich für euch auf unsere Internetseite. Die Videos. Ab nächste Woche Sonntag wird jede Woche für euch ein Video geben. Ich habe ganz viele interessante Themen für euch ausgearbeitet, viele Produkte ausgetestet. Und da freue ich mich auch wahnsinnig darüber, mit euch bald zu sprechen. Ihr Lieben, das war es erstmal heute von meiner Sendung. Ich freue mich wahnsinnig darüber, wenn ihr nächste Woche wieder da seid. Ich freue mich darüber, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn ihr meinen Kanal abonniert und mich weiterhin unterstützt, das Thema Männer und Haarteile in dieser Gesellschaft zu normalisieren. Interesse an unserer Produktserie? Schaut auf unsere Internetseite www.datavontaha.de. Ansonsten bis nächste Woche Sonntag. Bleibt gesund und denkt immer an eins. Pflegt eure Härchen, euer Ihäppchen. Bis nächste Woche.